So, hallo meine Freunde, grüß euch, Michael Busch auf Oberland. Heinz sind wir wieder unterwegs, die glorreichen vier. Die glorreichen vier, der Marco, die Julia, meine Julia und ich. Heute gehen wir gemeinsam auf die Skihütte wieder rauf. Weil Marco und Julia, die waren eben noch nicht oben. Und wir werden heute die Zeit draußen genießen. Und am Abend gibt es noch was Leckeres zum Essen. Und an der Stelle möchte ich mich recht herzlich bei der Heavy Metal oder Stone Rock Gruppe Widom bedanken. Besonders an einem Frontmann, an einem Antonio, der übrigens mein Arbeitskollege ist, der was mir diese GoPro geliehen hat, mit der ich gerade filme. Ich war ja heuer schon zwei, dreimal auf der Hütte, aber habe dort mal eben nicht mitgefilmt. Und heute haben wir gedacht, wenn wir heute zu viert gehen, filme ich heute mit und machen wir jetzt einfach einen schönen Tag und einen schönen Abend. Heute haben wir wieder einen absoluten Traumtag. Jetzt seht ihr, strahlend blauer Himmel, keine Wolke am Himmel. Und ich bin echt gespannt, wie die Videoqualität von der GoPro ist. Allerdings muss ich jetzt schon sagen, hat sich die Kamera oder die GoPro sich schon drei, vier Mal aufgehängt mit der drei. Und das geht ja eigentlich überhaupt nicht. Jetzt schauen wir, was ich. Sind schnell den restlichen Tag und Abend, wie sich da ergibt, ob sich die Kamera öfters ausschaltet oder nicht. Jetzt sind wir gleich kurz vor der Hütte. Wir haben jetzt mal gekauft, jetzt sind wir da. Jetzt haben wir ein bisschen die Aussicht da genießen. Und nachher geht es gleich wieder weiter. Aber jetzt freuen wir uns schon, wenn wir auf der Hütte drüber sind. Jetzt kriege ich eigentlich schon den Hunger. Marco Show, absolut tough. Absolut am Arsch. Absolut am Arsch. So Leute, jetzt sind wir angekommen bei Hütte. Die kennen jetzt eh schon aus meinen anderen Videos. Zwei haben wir gesehen, da vorne haben sie was Neues gemacht. Wo man reingeht, ich hoffe, dass man es halb sieht. Ich bin stolz auf Marco, dass er es geschafft hat, da oben. Und auf Julia 2. Und auch Julia. Heute ist schon ein absolut traumhafter Tag. Und jetzt haben wir ein bisschen lauser Rasten. Und einfach gemütlich jetzt entspannen. Und nachher vielleicht noch eine Kleinigkeit rausnehmen, wie gesagt. Und nachher schauen wir, was uns noch der Tag einzubringt. So, und Julia macht dabei jetzt einen Kaffee mit der neuen Bialetti. Bei der alten ist leider der Griff da angeschmolzen. Jetzt hat sie eine neue gekauft für zwei Tassen, glaube ich, gell? Ja, zwei Tassen, ja. Krieg Scheiße. Normale halt. Wie gefällt es dir, Julia? Super. Julia? Ganz super. Schon, oder? Mhm. Super, dass du es auch geschafft hast. Schon, gell? Mhm. Hat im Reh, denk. Marco, wie gefällt es dir da oben? Ja gut, ich hol mich gerade vom Auge gehen, aber es geht schon wieder. So Leute, inzwischen haben wir jetzt fertig die Ausnäht. Und später gibt es nachher noch was Leckeres zum Essen. Und der Marco ist jetzt unten bei der Feuerstelle. Er möchte jetzt sein Ober anfeuern. Und dann gehen wir jetzt aber mal schauen. Holz war sind gut. Schön, schön als Zucker. Das liegt schon weil. Am
Blick in die Hütte. Julia hat jetzt gerade ein bisschen angefeuert. Es braucht doch eine ziemliche Zeit, damit sich die Hütte ein bisschen aufwärmt. So schaut es auf innen aus. Ich glaube, habe ich schon mal gesagt. Eine wunderschöne kleine Hütte. Ein bisschen modern. Und später gibt es noch was Gutes, es ist unser Essen. Kaspers Knödelsuppe mit Salat. Und auf das fällt mir schon. Mittlerweile ist es Abend geworden. Circa Viertel nach sechs, halb sieben gleich. Und heute gibt es Tiroler Kaspers Knödel. Zu Hause haben wir das schon vorbereitet. Und jetzt lassen wir es nicht schmecken. Mahlzeit. Mahlzeit. So Leute, jetzt sind wir nochmal unten am Grillplatz. Da Marco möchte nochmal sein Hobo anfeuern. Mittlerweile habe ich jetzt umgeschwenkt auf mein Handy. Denn mit der GoPro, da hat sich jetzt ständig selbst immer ausgeschaltet oder das Display eingefroren. Und das lasse ich jetzt mit der Kamera. Und ich werde jetzt einfach mit meinem Handy weiterfilmen, auch mit Full HD. Ich hoffe, dass das halbwegs funktioniert. So Leute, jetzt ist es ungefähr 10:30. Ich werde mich jetzt fängt verabschieden. Der Marco ist jetzt schon schlafen gegangen, der ist ziemlich müde. Und ich würde sagen, wir sehen uns morgen in der Früh. Gute Nacht und bis morgen. Schönen guten Morgen da vor der Skihütte oben. Ein traumhaftes Wetter, Sonnenaufgang ist gerade. Die Mädels sind inzwischen auch schon auf. Da oben. Der Marco hinter mir. Die Julia ist schon lange auf. Meine Julia ist schon lange, ja. Nein, nicht die. Ich. Alle Bälle sind ja. Der Marco ist schon seit 6 Jahren. Ja. Ich habe es jetzt nochmal probiert mit der GoPro filmen. Der ist mir gestern noch einige Mal abgestürzt. Dann habe ich immer mein Handy inzwischen benutzt. Gar so überzeugt bin ich von der GoPro Hero 7 Silver Ita. Ja, mal schauen. Und jetzt werden wir nachher noch eine Kleinigkeit frühstücken und nachher zusammenpacken. Und nachher werden wir wieder ins Tal gehen. Inzwischen haben wir uns alles zusammenpackt. Jetzt ist schon bereit zum runter ins Tal gehen. So, Fazit, Julia. Gut gewesen. Marco hat es ihm so gut gefallen, bis er warm. Ja, warum schlafen gar nicht? Ja. Ja. Ich filme zwar jetzt gerade nochmal mit der GoPro, wo man nein funktioniert sie. Aber wie gesagt, gestern ist schon mal einige Mal abgestürzt. Mit beim Filmen oder hat er einfach aufgehört zu filmen. Das geht natürlich hinten. Und ja. Aber ich melde mich nochmal, wenn wir beim Auto sind. Jetzt haben wir wieder zurück beim Auto. Jetzt werden wir zusammenpacken und nachher wieder Richtung Tal fahren. Und wie hat es euch gefallen? Super. Alles war super, bis auf die GoPro, die was 100 Mal abgestürzt ist. Ich hoffe, euch hat das kleine Video gefallen. Würde mich natürlich über ein Like oder ein Abo freuen. Und bis zum nächsten Mal. Ciao, Ferdinand.